So Leute, willkommen zurück zu Demon World Next Order. Wir wollten herausfinden, ob Baruch Sidramon mit uns redet. Ja, früher oder später. Es redet nicht mit uns. Warum nicht? Gut, Hutz, wir haben die Wahl. Andere Dimension? Oder Eiswelt? Stellst mir immer so schwere Fragen. Also eigentlich würde ich gerne in die Eiswelt. Dann machen wir das. Ist leider Montag, da bringt er uns, glaube ich, nicht dahin, wo wir hinwollen. Nee, der bringt uns ins Knochenresort. Das bringt uns auch nicht dahin. Aber es bringt uns in die Nähe. Ja, da müssten wir ein Stück Ja. laufen. Wann ist das so? Dann müssen wir über diesen Schatten springen. Und ein bisschen laufen. Wir sind auf der Kontrollinsel und mussten jetzt zurück zur Kreuzweginsel. Und da geht's zur Felsinsel. Ach so, ich habe deine Fähigkeit noch gar nicht ausgerüstet. Oh, stimmt. Na, du hast immer noch die alten Fähigkeiten. Also du hast noch den Drehschlag, das ist dein stärkster Move. Na, dann lassen wir das so. Wenn nichts Besseres kann. So, wo war Absolute Zero? Mussten wir hier längs. Oh, die lassen uns sogar in Ruhe. Ja, wir sind halt mittlerweile stark. Beim letzten Mal haben sie uns noch nicht in Ruhe gelassen. Das heißt, wir sind stärker als mit der letzten Generation. Das ist wohl wahr. Was wollten der? Glaube, der wollte Weiß ich nicht mit nicht. uns reden. Du, sofort stehen bleiben. Hey, ich bleib dich im Auge. Mein Name ist Black Wargroalmon. Bin auf der Jagd nach schwarzen Waffen. Ich kämpfe nur gegen schwarze Digimon oder Digimon mit schwarzen Waffen. Das ist mein Stil. Sobald ich dich im Visier habe, gibt es keinen Entkommen. Lass uns sauber kämpfen. Oh. Okay. Damit habe ich Haben jetzt wir nicht schwarze gerechnet. Waffen? Wenn er eine schwarze Waffe haben will, könnten wir jetzt eine Echse machen. Die Frage ist, brauchen wir das für den überhaupt? Weiß ich nicht. Ah, falsch. Weil ich habe das Gefühl, wir brauchen es nicht. Weil ich könnte uns auch jederzeit heilen. Wenn wir hier so einen Teamangriff mal machen. Da hat er nämlich überhaupt gar keine Chance gegen. Wenn ich mir das so angucke. Ich kann auch. Oh, Atomblaster, der fängt an. Der Nippellaser auf dich. Aber jetzt bin ich dran. Der hat bei dir gezogen. Ja, der war stark. Aber jetzt darf ich zurückkommen. Das Ende des Walzers war stärker. Ja, das tat trotzdem ganz schön weh. Ach, ich bin wirklich froh. Vom Partner eines Menschen hätte ich eine solche Stärke niemals erwartet. Ich muss zugeben, dass du stärker bist als ich. Zumindest bis auf Weiteres. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde nie aufhören, nach mehr Stärke zu streben. Früher oder später übertreffe ich dich. Mach dich schon mal bereit. Bereit dafür. Hier, nimm das. Wieder so ein Digitationsgegenstand. Bisschen Methril. Gebt uns doch mal blaues Digizoid. Wollen sie aber nicht. Merke ich schon, dass sie das nicht wollen.
Da sind die ganz eigen, die. So, du läufst deine Schmerzen einfach weg. Ja. Hat mein Trainer auch immer gesagt damals. Lauf, Wutz, lauf. Auf die Frage, wohin, sagt er weiter. Einfach weiter. Da. Gucken wir mal, was dieses Snowgoburimon möchte. Den kriegst du. Oh. Dann krieg ich das. Ich glaube ja nicht. Endlich ein Mensch, der es bisher geschafft hat. Das ist absoluter Nullpunkt. Ein gefrorenes Land aus Schnee und Eis. Ja, das ist es. Diese Gegend ist für das Gebäude da drüben bekannt. Das ist der Tempel namens Eiskathedrale. Oh, die gab's in Demon World 1 auch. Okay. Wesentlich mehr gibt es hier nicht. Also aber nicht viel. Eine Legende besagt, dass dieses Land vor Jahrhunderten plötzlich auf der Welt erschienen ist. Ich habe keine Ahnung, was die Eiskathedrale ist. Du kannst das selbst untersuchen, wenn du möchtest. Wenn du Glück hast, überlebst du vielleicht sogar. Wo wir gerade davon reden, willst du dein Glück versuchen? Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Du kennst doch der ist dein Papier, oder? Jeder Mensch weiß, wie man das spielt. Also los. 3, 2, 1. Okay, Stein, Schere oder Papier? Ich bin ein Schere-Typ. Nicht der gute alte Stein, der verliert nie? Ich bin immer ein Schere-Typ. Okay. Schere. Ist er Stein. Ich hab gewonnen, so ein Pech für dich. Also die Glücklichkeit deiner Partner wurde verringert. Bin wir irgendwann nochmal? Ich werde das sicher nicht. Also nochmal spielen. Möchtest du noch gerne noch einmal spielen? Doch. Wir müssen uns gedulden, wir sollen später nochmal wiederkommen. Na gut. Hier gibt's bestimmt Schneeholz ohne Ende. Wahrscheinlich. Schneeholz und Schwarzholz. Und irgendwer will Stress. Aber vorne an der Kathedrale können wir vielleicht Götterholz bekommen. Oh, wäre nicht schlecht. Und der kann uns mal einen Eisangriff beibringen. Ja, auch nicht schlecht. So, bevor du noch mehr Schaden nimmst. Ja, heil mich mal. Heil mich! Du brauchst das nicht, dir geht's gut. Sagst du immer so einfach. Simulant. Oh, Digimon Menschen. Digimon Menschen, Seite an Seite. So kreuzen sich endlich unsere Wege. Aber jetzt darf sich erstmal jemand anders etwas wünschen. Tut mir leid, ich kann dir gerade nicht helfen. Nur weil der hinter uns gerade verprügeln will. Ja, wo ist das? Na gut, ich bin mal nicht so. Will mal nicht so sein, Hutz. 5000 Leben kriegst du wieder zurück. Das ist aber nett. Aber nicht, dass das zur Gewohnheit wird. Nee, niemals. Obwohl, wir müssen hier eigentlich alle verprügeln, ne? In der Hoffnung, dass wir von denen einen Eisangriff lernen, aber ich bezweifle irgendwie, dass sie uns einen einfach so beibringen. Ja, doch, das werden die schon machen, da müssen wir nur ein bisschen geduldig sein. Ein bisschen Geduld, Mr. Wolf.
Oh, guck mal, ein Gabumon. Ich habe das Black Gabumon genommen. Soll ich das da auch nehmen? Ja, mach. Mist, du hast mich gefunden. Gesundheit. Geht's dir gut? Dieses Fell ist schon so abgenutzt. Überall pfeift der Wind rein. Herr Ruchemann hat es mir gegeben. Vielleicht will er es ja reparieren. Hast du eine Ahnung, was sein könnte? Du hast von Garurumon erzählt. Oh, Garurumon ist in der Stadt? Eigentlich traue ich mich nicht zu fragen, aber ich wage wohl den ersten Schritt. Ja, sehr schön. Nehmen wir. Wenn wir das einfach so kriegen. Why not? Nee, hier scheint es kein Götterholz für uns zu geben. Sehr traurig. Nur jede Menge Schneeholz. Sehr, sehr traurig, sehr, sehr traurig. Aber dann ist das so. Hier gibt es weitere Digimon, die rumstehen. Zum Beispiel dieses Gomamon. Hey, Puh. Der Weg eines Sammlers ist steinig. Hä? Ich habe es mir zum Hobby gemacht, Gyotaku zu sammeln. Mir fehlt nur noch ein ganz bestimmtes. Megasidramons Gyotaku-Bild. Eine derartig heldenhafte Gestalt, eingefangen in einem Gyotaku. Nein, beim Gedanken kriege ich Gänsehaut. Und da kommst du ins Spiel. Wenn du Megasidramon triffst, bitte ihn doch um ein Gyotaku-Bild. Gyotaku-Bild. Ah, ja. Gott. Das willst du wirklich für mich tun? Du bist fabelhaft. Megasidramon ist am Kap Mod. Mann, ich kann's kaum erwarten. Geht klar, machen wir. Ist ja kein Problem, können wir ja für ihn machen. Ja. Und da vorne steht noch jemand, der mit uns reden möchte. Oh, hier kriegen wir Rubine, ja. Sehr schön. Yes. Hallo. Ich hatte jetzt zwei in Folge. Du hast Gomamon, willst dann auch Ikakumon? Ja, komm. Hallo. Hey, du da. Ich habe einen köstlichen Vorschlag für dich. Hast du einen Moment Zeit? Erzähl. Ich wusste es. Weißt du, mit köstlichem Vorschlag meinte ich einen Koch, der köstliche Gerichte zaubert. Deine Speisen sind einfach himmlisch. Ich war Stammgast in diesem Restaurant. Aber ich weiß nicht, was in den Koch gefahren ist. Auf einmal schloss er seinen Laden und verschwand. Okay. Ich möchte, dass du diesen Koch suchen gehst. Ich vermisse seine köstlichen Speisen. Ich will, dass du mehr bestellst. Der Koch heißt Sepharimon. Seraphimon. Angeblich wohl der Seraphimon. Angeblich wurde er in der Serverwüste gesehen. Geh bitte zu ihm. Ja, den haben wir ja auch schon getroffen. Der hat uns gesagt, wir sollen weggehen. Ja, jetzt will er nicht mehr, dass wir weggehen. Jetzt dürfen wir mit ihm reden. Die Leute verhauen. Will aber da vorne rein. Wir brauchen Eisangriffe. Wir können die eh nicht lernen. Wir können sie nur nicht einsetzen, aber wir können sie lernen. Hier ist noch ein Snow Agumon, mit dem wir reden können. Agumon sind ihr. Aber das Black Agumon war dir. Na gut. Oh, hallo. Hast du vorhin die Eiskathedrale zu betreten? Ja.
Hatte ich mal vor, ursprünglich. Die Digimon da drin sind ziemlich stark. Und der Aufbau ist recht kompliziert. Also sei vorsichtig. Niemand weiß, wann oder von wem die Eiskathedrale erbaut wurde. Aber wie sie wirklich heißt. Angeblich schlummert im Innern, in ihrem tiefsten Innern etwas richtig Gefährliches. Außerdem, nein, ich will euch nicht aufhalten. Ihr kommt schon klar. Wie bitte ich? Ich war mal drin, bin aber sofort umgedreht. Ich weiß also nicht, wie es da ist. Aber egal, ich hab Hunger. Ein Snack, ich will einen Snack. Oh, tut mir leid. Das wollte ich nicht laut sagen. Kannst du einen Snack haben, wenn du möchtest? Willst du was über die Eiskathedrale wissen? Du gibst mir einen Snack? Ja. Da geben so ein dickes, fettes Fleisch. Ach, krieg normales Fleisch, das reicht dir. Oh, danke. Mampf. Oh, das schmeckt super. Danke, hier, nimm das. Hättest du wahrscheinlich was Besseres bekommen, wenn du was Besseres gegeben hättest. Oh, nee, jetzt will er nicht mehr snacken. Aber Medizin ist viel teurer als Fleisch, also der Tauschhandel hat sich gelohnt. Jetzt wollen sie pennen. Frage ist, wollen wir uns zurückteleportieren zum Training oder wollen wir uns einfach hier prügeln? Wir können es ja versuchen. Wenn wir es nicht schaffen, können wir uns immer noch trainieren. Das stimmt. Allerdings sage ich dir jetzt schon, ich glaube nicht, dass wir so viel stärker sind als davor. Ich wünschte ein bisschen, wir hätten Feuerangriffe dabei. Monsterfeuer. Aber ich kann keine guten Feuerangriffe. Glaube ich kann nur ganz schlechte. Aber ich kann mal gucken. Oh, ich könnte Inferno. Achso, ich kann schon Inferno. Ich habe sogar Inferno ausgerüstet. Okay, dann kann ich unseren besten Feuerangriff. Und guck mal. Hey, bist du nicht dieser Zähmer, der Bewohner für die Stadt sammelt? Wenn du es bist, kannst du mich besiegen, wenn wir ein paar Regeln aufstellen? Ganz einfach, besiege mich innerhalb von 60 Sekunden. Und ich kehre in die Stadt zurück. Interessiert? Ja. Oh, gute Antwort. Also dann zeig, was du kannst. Natürlich schaffen wir das. Na, 60 Sekunden. Oh, der ist stark. Teamangriff oder Exo? Exo. Sicher. Außerdem wollen wir ja sehen, ob das die gleiche ist wie davor. Das stimmt. Mal gucken, was bei rauskommt. Nee. Es ist, hier, Galantmon Crimson Mode. Waren wir aber auch schon. Den haben wir auch schon gehabt. Aber auch ein Royal Knight. Ja, das geht ordentlich. Das sollten wir geschafft haben. Oh nein, ich habe verloren. Wer jemand mit meinem Selbstvertrauen so schnell besiegen kann, ist wirklich ein harter Brocken. Also gut, abgemacht ist abgemacht. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet.
Ja, eine fliegende Stadt. Ja, da kann man gucken, wer da hochkommt. Eisstatue gelernt. Juhu! Das ist doch, jetzt haben wir endlich mal was. Oder er will was von uns. Los! Oh Gott! Er ist stark! Heil mich! Ich bin gerade im Teamangriffs-Mode. Da nimmst du aber keinen Schaden. Sehr gut. Dann heil mich! Ich heile uns einfach beide. Obwohl, ne, ich heile dich. Kannst du mir mal gerne so eine 20.000, dann kannst du mir ruhig reindrücken. Stimmt, du hast ja theoretisch genug, aber der ist eh stand. Oh, hier ist auch noch ein Riss in der Wand. Wo wir auch lang könnten. Runter oder Riss in der Wand? Keine Ahnung. Ja, das musst du mir jetzt sagen. Warum muss ich entscheiden? Dann nehme ich die Risse in der Wand. Hätte ich auch genommen. Das bloß, ich habe Angst, dass hier irgendwas Böses ist. Deswegen wollte ich dich entscheiden lassen. Damit du dann Schuld hast. Geh rein in den Kampf. Und heil uns davor. So. Wo sind die Heildisks? Halt mal die ganzen Kleinen mal weg. Mach ich gerade. So, wie viel habe ich denn? Ah, ich habe weniger als du dann. Ah, wir haben keine kleinen Haltes mehr für zwei Leute. An dem mittleren. Ja, ich bin voll, du bist auch so ziemlich voll. Na dann. Ich bin gerade nicht sicher, ob das ein Garurumon ist. Aber müsste eins sein. Wenn Gururumon ist, ist es zu bläulich. Da war Gururumon blau. Ah. Farben, ne? Auch noch farbenblind. Ja, manchmal so ein bisschen. Schlecht. So. Also unsere Bindung ist über 70. Wir könnten jetzt Rot und Blau besuchen gehen. Ja, dann machen wir das. Können wir auch machen. Aber ich will jetzt wissen, was hier ist. Gegner. Gegner gibt's auf dem Rückweg. Ich will wissen, was das da vorne ist. Ich will es anfassen. Mit den Augen gucken, mit den Augen. Oh, das ist ein Weg. Okay, hier war aber noch ein Dämon zum Reden. Das will ich gern noch haben. Ja, wenn du mal Stress willst. Oh, jetzt bin ich mal gestunt. Das ist aber nicht gut. Ach, du hältst das aus. So, bin schon nicht mehr gestunt. Spart mir MP, wenn ich gerade gestunt bin.
Ist das so? Das ist auch noch so ein Ding. Und da hinten steht ein Eis-Devimon, mit dem wir reden können, wenn ich das richtig sehe aus der Distanz. Wunderschön. Hä? Ein Mensch? Hast du mich angeschaut? Egal. Ich kann eine derartige Schönheit nicht verbergen. Ich achte jeden Tag genau auf mein Gewicht, um diese bombastische Figur zu behalten. Es geht nicht nur um Diät. Meine gesamte Nahrungsaufnahme wird kontrolliert, um mein Idealgewicht zu erreichen. Aber eine Sache macht mir Probleme. Wenn ich Zutaten sammle, schwankt mein Gewicht. Das macht es kompliziert, das Ziel genau zu erreichen. Das ist alles ganz schön lästig. Oh, mir fällt was ein. Als Zähmer kennst du dich doch bestimmt mit Ernährung aus. Könntest du mir das benötigte Essen bringen? Du wärst der Bewahrer meiner Schönheit. Und... Ich versuch's. Du wirkst zuversichtlich. Ich erwarte Großes. Aber ich möchte 5G zunehmen. Bring mir innerhalb von 24 Stunden 3 Zutaten. Ich verlass mich darauf, dass du es genau hinbekommst. Kein Problem, kriegst ein... Gib mir die erste, kriegst einen Fleischbrocken, das sind 3G. Und dann kriegst du noch 2 Fleisch, das ist jeweils 1G. Mein Glückwunsch. Das sind alle. Okay, mal nachsehen. Das Gesamtgewicht ist... Ja, genau richtig. Absolut toll gemacht. Du hast mir geholfen, meine Schönheit zu bewahren. Du fühlst dich bestimmt geehrt. Hier, deine Belohnung. Du hast 5000 bitte halt. Und nun geh. Ich werde dich wieder mal um Hilfe bitten. Ich würde nicht helfen. Hat uns das jetzt wieder raus teleportiert? Keine Ahnung. Scheint fast so. Oh, hier kriegen wir aber ein bisschen Weihwasser raus. Wenn wir hier Weihwasser kriegen, dann müssen wir doch irgendwo Götterholz herkriegen, oder? Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Meinst du? Der ist mir eine Nummer zu groß. Ängstlicher Wolf er ist. Aber hier gibt es gute Zutaten. Ja, wollen wir dann die beiden in der Wüste besuchen gehen? Ja, können wir machen. Why not? Jetzt haben wir es ja. Du bist zurück, Ulf. Ich habe gute Neuigkeiten. Der Ogamon ist nach Florzien zurückgekehrt. Es ist ins Geschäftsviertel gegangen. Es meint, es würde die Stadt beschützen. Gabumon ist auch nach Florzien zurückgekehrt. Es hat erzählt, es könne nichts verkaufen. Was sie jetzt wohl vorhat? Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 104. Also sammeln jetzt erstmal den ganzen Kram ein, den wir nicht eingesammelt haben. Weil wir ja im Eisgebiet geschlafen haben.
Okay, das bedeutet, wir könnten uns theoretisch noch in dem ganzen Eisgebiet, also in dem Eisrefugium umsehen. In der Eiskathedrale. Auch mal wieder. Warum können wir uns da nochmal kurz umsehen? Weil da gab es ja offenbar mehrere Wege, die man gehen kann. Und wir haben jetzt nur einen genommen, der uns rausteleportiert hat. Und einen haben wir ja noch gesehen, der uns noch weiter reinbringt. Ich wette mit dir, das ist so labyrinthartig aufgebaut. Immer wenn wir einen falschen Weg nehmen, werden wir wieder rausteleportiert. Denk ich mal. So, was willst du? Ich will Töpfe den ganzen Tag. Ich will 30 Töpfe, weil ich sie mag. 30? Ja. Ja, ist klar, das ist noch nicht blau, ne? Ja, okay, dann nehme ich 20. 1780. Ich hätte gern nochmal 3 Schriftrollen. Oh ne, mach 4. 4 ist gut. 2, 5, 8, 7 und das sind 10.348. Gut. Willst du auch noch Teppiche? Überlege gerade, ob ich nochmal 3 will. Ich will nochmal 3 Teppiche. Ich meine, die sind tatsächlich unter Wert im Gegensatz zu den Schriftrollen, die du gerade gekauft hast. Obwohl, dann gib mir 5. So, einmal 5 Schriftrollen. Kommen sofort. Gut, hab ich. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Unterhaltungsviertel. Können wir auch zum Angelteich gehen, obwohl ich jetzt zum Schatzsucher gemusst. Das wäre am schnellsten. Der ist ja direkt nebendran. So, und dann gehen wir jetzt zum Sender und lassen uns einmal in die Wüste schicken. Ab in die Wüste mit dir. Haben wir schon 5-mal wieder geflogen? Kann sein. Ja. Perfekt. Wohin schickst du uns gerade? Logik-Vulkan. Nee, wir wollen... Perfekt. Jetzt habe ich Logik-Vulkan angedrückt. Das ist doof. Du bist einfach hektisch. Ja, das Problem ist, bei dem ist halt standardmäßig nicht fliegen. Und ich möchte halt immer auf Nein drücken und drück runter. Aber macht doch Sinn. Ja, aber bei den meisten ist ja die Standardoption. Gotti. Und weil halt ja die Standardoption ist, will ich immer runterdrücken. Weil ich ja nicht möchte. Zum Glück nicht weit, die 2 Meter laufen jetzt einfach. Können wir auch Seraphimon auf dem Weg noch mitnehmen? Unser Koch, oder? Genau. Wo wir beim Vulkan waren, hätten wir nochmal nach dem Götterholz gucken können. Stimmt. Hätten wir machen können. Ich hab Dori gefunden. So. Was der Raffimon zu sagen hat, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ihr lasst uns jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Digimon World Next Order. Bis dann. Tschüss. Tschüss.